Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente, das hier ist Isabella, die geht uns gewaltig auf die Nerven, weil sie an allen Ecken und Enden Truppen hat, und zwar Trillibazillionen, und wir halt noch nicht. Wir können die auch noch nicht haben, weil wir erstmal 5 Runden lang durch die Gegend irren mussten, bis wir überhaupt eine Stadt hatten. Und deswegen kann sie ständig Städte von uns wieder einnehmen und wir kommen einfach gar nicht wirklich vorwärts. Außer, dass wir nach und nach ihr Truppenkontingent immer kleiner machen und hoffen, dass sie nicht so schnell nachproduziert, wie wir es kaputt machen. Aber wir haben mittlerweile auch wieder eine ganze Ecke an Städten. Achso, wir sind dran. Sturmschwestern, Langbogenschützen, Assassine. Sturmschwestern, Langbogenschütze, Assassine. Und wir segnen mal unsere Assassine. Oh. Und dann gucken wir mal, ob der Gegner rankommt. Aber die hat richtig harte Truppen. Also da sind Oger, da ist ein Schattenpirscher, sehe ich da. Ich sehe da Assassinen und ich sehe nochmal Orkpriester. Ich glaube nicht, dass da richtig viel zu holen ist. Vor allen Dingen wegen ihm hier nicht. Schattenpirscher sind schon relativ deftig gewesen. Gut, machen wir erstmal das hier. Hat sie nicht so richtig beeindruckt. Wie wäre es damit? Hat sie auch noch nicht richtig beeindruckt. Hat sie eigentlich überhaupt nicht beeindruckt. Komplett unbeeindruckt gelassen, könnte man meinen. Dann den hier. Die beeindruckt das schon ein bisschen mehr. Hätte ich mal vorher meine Truppen bewegt. Das ist jetzt wahrscheinlich total dumm gewesen. Yep. Gut, auf der anderen Seite da, wo sie vorher standen, war es auch dumm. Also jetzt könnten wir hier... Standardmäßig haben die immer gleich diesen Obermeuchelangriff drin. Ja, mach mal. Da hilft nur eine Ausfallbewegung bei dieser Nummer. Der Meinung bin ich. Und weil ich dumm bin, mache ich da noch einen Segen hin. Weiß nicht, ob es was bringt, aber versuchen kann man es ja. Ah, sehr schön. Die Assassinen lassen sich ablenken von den anderen Assassinen. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Generell ist er sehr viel, investiert er gerade sehr viel, um dahin zu kommen. Oha, der kommt trotzdem daran. Und der darf trotzdem auch irgendwas angreifen. Voll unfair. Puh, 33 Schaden. Mal eben so. So, wie viel Leben hast du denn noch, Kollege? 1. You kidding. Muss ich jetzt echt einen ganzen Bogenschuss aufwenden, nur um diesen einen Leben da auszuräumen. Und dann kommen natürlich die Assassine hier an. Er hat jetzt noch 23 Leben. Nö, vielleicht kommt er auch nicht an. Naja gut, wenn ich ihm nur 6 Schaden mache, wo ich 10 machen könnte, dann natürlich doch. Er hat jetzt auch wahrscheinlich genau ein Leben. Nee, 2. Das ist auch nett. So. Hast du jetzt davon. Scheiße. Und Assassinenangriff, alle tot. Er hat ja noch 2 Leben, der Assassine. Ist ja auch ein bisschen viel verlangt gewesen, da, dass er da mit einem Leben rauskommt. Oh, der hat auch gleich alle umgebracht. Und der bringt auch gleich alle um. Schön. Ha. Schalalalala. Kriegen wir eigentlich irgendwelche Abzüge, wenn wir unsere Residenzstadt verlieren? Dim, 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 dim. Das ist der Menschengauner, genau. Der benötigt meine Befehle. Mein Befehl ist, geh mal dahin. Gauner dich mal davon. Du kriegst auch neue Befehle, liebe Sundrin. Dein Befehl lautet, gauner dich mal dahin. So. Ja, vergiss es, verlieren wir auch. Aber naja, wir kommen mit dem Talent erforschen weiter. Ausgebildete Mörder. Brauchen wir eigentlich nicht. Nacht und Nebel 2 wäre vielleicht nicht verkehrt. Das machen wir auf jeden Fall auch mal, weil wir sehr häufig in dieser Mission ja auch uns durch die Gegend schiffen. Dann gehen wir hier mal rein. Was ist das denn? Was bist du denn für einer? Ein Frostriese. Den hauen wir erstmal weg. Und dann gehen wir nochmal bei den Riesen vorbei, bevor wir wieder weggehen. Vielleicht erzählen die uns ja was. Vielleicht möchten die uns ja Frieden anbieten, wenn wir irgendwas für sie tun oder so. Mal sehen. Jetzt muss ich erstmal die Residenzstadt wieder einnehmen. Alles auf der linken Hälfte der Karte. Also, ist ja auch mal auf der linken Hälfte unserer Karte sozusagen wieder einnehmen. Und dann geht das schon. Kann der Riese irgendwas außer groß sein?
Ja, hat einen ganz schönen Wumms in der Hand, ne? Aber sonst nicht so. Hat 100% Frostschutz, aber eine Feuerschwäche. Na gut, aber ist nur ein Nahkämpfer. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt vielleicht Reska nicht ganz so mega aggressiv vorziehen. Vielleicht. Och Mann. Aber gut, da kann er einmal zuhauen, wenn er möchte. Und dafür stellt er sich dann aber auch gewaltig blöde hin, muss man dann mal fairerweise anerkennen. Und dann passt das schon. Dann machen wir das doch so, dass sie den guten Reska segnet. Damit der nicht ganz so schlimm verdroschen wird. Und du kannst nochmal einen freundschaftlichen Gruß rüberschicken. Hallo, wir sind die Neuen. Wie geht's euch so? So, schauen wir mal, was er sich da so einfallen lässt, der Riese. Das ist erwartbar gewesen. Auch das kann ich verkraften. Und das ist für mich grundsätzlich auch wie viel Leben hatten so ein Riese? 90. Uiuiui. Gut, die Kavallerie kann was, das weiß ich mittlerweile. Und ich glaube, im Nahkampf gegen sowas wird dir auch da wenig Probleme bereitet kriegen. So, mach mal ein bisschen was. Die Soundeffekte sind hier geil. Ui, 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 ui. Ah, der hat nur leider auch eine unheimliche Reichweite, kommt an Lomlek ran. Hahaha. Gut, ich meine nicht, wenn wir ihm den Weg dicht machen. Und so viel Schaden macht er uns im Moment gerade nicht. Insofern, oh, er hat natürlich Glück. Jetzt kommt er auch nicht mehr an Nomlek ran. Also kann ich Nomlek da hinschieben. Der macht, kriegt ja gar keinen Damage von irgendwas. Das ist ja Hammer. Das ist ja echt der Hammer. Gut, Entfernung und Sichtbehinderung, dann machst du, ja, super. Wenigstens machst du die zwei. Das ist dann schon mal vernünftig. Da kann Sundren mal aushelfen, damit es ein bisschen weniger Damage für die Einhörner gibt. Das passt schon. Oh Mann. Die beiden haben Spaß. Die auch. Sundren. Sei doch mal nett zu dem Riesen und sag ihm mal, dass er ein bisschen übergroß ist. Hab ich gar nicht gedacht, dass sie den schon besiegt. Na gut. Statt erwartet ihr Schicksal. Lala, müssen wir die echt wieder übernehmen? Die hatten wir doch schon übernommen. Ja, Gauner dich mal hier rüber. Gauner die Gauner die Gauner. Flimp. Und wenn du jetzt dabei bist, Gauner dich mal dahin. Alter. Ach so, das sind die Rebellen. Ja, okay. Das müssen wir wohl manuell mal eben durchkämpfen. Ach so, das wartet sie jetzt ab, bis die durch sind und dann greift sie noch mit Truppen hinterher an. So wird's doch sein. Schauen wir mal. Ach ja, aber diesmal haben wir ein bisschen was an Truppen dastehen und das ist auch eine der Städte, die wir irgendwie verteidigt gekriegt haben. Weiß der Geier wie, aber wir haben es hingekriegt. Da mal Bogenschützen hin. Da mal Priester hin. Da mal Barden hin. Da nochmal Bogenschützen hin. Die können da bleiben, wo sie sind. Die Assassinen gehen da einmal deffen. Die Assassinen gehen da deffen. Hier die Bogenschützen nochmal in die Ausguckposition, die Priester dahinter und die Jungs dahin und dann gucken wir mal, was passiert. Menschenbade, kannst du nicht sowas wie verfühlen? Ja, aber nur einmal im direkten Umkreis. Okay. Gut, das muss man sich aber merken. Ja, das könnt ihr gerne versuchen. Erstens habe ich eine Mauer, von der ich runter und ihr raufschießen müsst. Was ist das denn für eine seltsame Perspektive? Machen wir mal den hier. Und zweitens habe ich auch noch Priester, den ich ein bisschen hochheilen, wenn es ein bisschen doch eng wird mit dem Leben. Aber bis dahin kriegt ihr jetzt erstmal ein bisschen Prügel. Ne? Das war jetzt auch nicht nett, dass ihr da auf meine Jungs geschossen habt, muss man mal dazu sagen. Das muss man auch nicht machen.
Ihr habt da jetzt leider nicht so die hohe Auswahl an Einheiten. Wahrscheinlich wäre es besser, ihr könntet hier rüberkommen. Wie ist das mit euch? Ihr könnt eure leichte Armbrust abfeuern. Macht das doch mal. Piu! So. Ich habe noch einen Menschenpriester über. Ach, ich habe hier noch eine andere Flanke. Haha. Ja dann. Immer schön auf der Nase. Und zwar so richtig auf der Nase. Meisterhase. Also wird das schön Erfahrungspunkte für meine Verteidiger. Assassinen können alle Pause machen, ist alles gut. Läuft alles. Assassinen sind... Oh nein, das wollten wir auch noch tun. Aua. Das haben sogar 10 Schaden. Jetzt kommt wieder dieser eine, der da so ein Quermanöver macht. Die machen alle so ein Quermanöver, alles klar. Das sind Ausfallschritte. Die wollen hier über die Mauer angreifen. Die haben wahrscheinlich Leitern mit. Können wahrscheinlich mit den Leitern über die Mauer. Aber wollen sie meinetwegen machen. Da habe ich eine Assassineneinheit, die auf sie wartet. Und abgesehen davon werden sie auch nicht so ganz lebendig damit anfangen. Sondern mit ein bisschen Pfeilen gespickt. So, apropos Pfeile und gespickt. Das ist eigentlich ein schönes Stichwort, finde ich. Ne? Gut, dann nimm halt die. Hauptsache, du schießt auf irgendwas. Wäre doof, wenn ihr es nicht hättet. Und ihr... Achso, das ist ja dieser Einzelschuss, den ihr da nur habt. Das sind ja die Barden mit dem Einzelschuss. Die Barden mit dem Einzelschuss, die Barden mit dem Einzelschuss. Ja, mach die mal weg. Die anderen haben ja noch so einen Buff, der ein bisschen nervt. Und insofern macht mal das da. Alles gut. So, Assassinen brauchen wir nicht. Also brauchen wir schon, aber nicht jetzt. Das ist meine Stadtverstärkung, wenn sie denn mal reinkommen. Aua, 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 aua. Wo wollt ihr denn ganz hin? Das ist nicht klug gewesen, was ihr da drüben anstellt. Dann dürfen meine Assassinen nämlich auch nochmal ein bisschen Erfahrung abgreifen. Ihr könnt tatsächlich mal lieber hier den hier machen. Na, habt ihr auch Level für bekommen, habt ihr auch verdient. Mach mal den. Und hier ganz rechts schleicht sich auch noch einer vorbei. Naja, wenn er meint. Einmal den hier. Habt ihr von da wieder schon eine Reichweite? Nee, ne? Müsst ihr da hin? Reicht das? Ja, aber könnt ihr nicht treffen, weil Eisernes Herz starker Wille gibt. Ach so, okay. Ja, dann. Dann geht mal rüber und verteilt irgendwem euren Buff. Gibt Erfahrung. Tada! Und ihr dürft von da ja wohl, genau. Ein Level kriegen, das wollte ich sagen. Die haben schon, die haben auch schon, alles klar. Und dann hängen sie im Zug. Ja, die wollen da die Wand hochklettern. Das machen sie sehr, sehr umständlich und auf einem sehr, sehr weiten Weg. Aber jetzt geht's erstmal aufs Maul. So leid mir das dann für euch tut. Da ist kein Hochkommen. So. Auf der Leiter kämpft es sich, glaube ich, auch schlechter. So, Rebellen besiegt. Ein paar Level für meine Verteidigungstruppen gewonnen. Das finde ich nicht schlecht. Ja. Produktion für Krabs. Krabs ist eine Kleinstadt, die uns gehört, aber sonst nichts hat. Hatte die schon eine Mauer? Nee, die hatte keine Mauer. Dann geben wir der eine Mauer und geben der sowas hier, sowas hier, sowas hier, sowas hier. Eine Armee benötigt meine Befehle. Ich gucke nochmal auf die Uhr. Ja, kann ich mir leisten. Geben wir nochmal eine Stadt erobern. So, so. Seufz. Ja, ja. Was hat sie denn da? Ein Schattenpirscher sehe ich. Ogre sehe ich. Die Priester sehe ich. Und fast tote. Dingensens. Oh, diese Schattenpirscher, die hatten Resistenzen. Gegen Physik. 60% meine ich oder sowas. Das war ziemlich nervig. Deswegen ist es auch sehr ärgerlich, dass meine Ork-Lehrlinge, die ich nicht mehr wieder nachproduzieren kann, jetzt tot sind.
Aber dafür hat man dann ja so jemanden wie Nomlik auch dabei, der eben andere Schadensarten drauf hat. Was ja immer noch eine der großen Stärken von Nomlik ist. Der hat ja zwei verschiedene auch mit, Blitz und Donner. Genau. Und so richtig schnell waren die nicht, das war ihr großer Nachteil, fand ich. Und so richtig viel ausgehalten haben sie dann eigentlich auch nicht. Also sie haben viel ausgehalten, weil sie physische Resistenz und bewegliches Ziel ist natürlich bitter. Muss man jetzt mal fairerweise auch so sagen. Wie viel Leben haben die noch? 12. Naja gut, machen wir trotzdem. Haben die jetzt blutend oder nicht? Blut, kriegen sie 4 Schaden. Haben sie noch 7, haben sie noch 3. Hier links müssen wir aufpassen. Sundrin, da kannst du mal helfen. Indem du mal den Weg zumachst. Oh, das war gar nicht klug. Das war gar nicht klug. Das war gar nicht klug, denn da sind die Giftjungs. Und die Giftjungs, die wollen Sundrin natürlich aufs Übelste ans Leder. Und das wollen wir natürlich irgendwie vermeiden. Schadensabzug für Entfernung nervt. So hilft es aber auch nicht wirklich. Kannst du da noch hinphasen und mithelfen? Nee, kannst du nicht. Schade. Gut, dann muss es irgendwie so gehen. Ach, Sundrin hat schon geschossen, ne? Naja, okay. Schon wieder. Au. Au ist alles, was mir da auf die Schnelle einfällt. Die haben so drin geboxt. Die Schweine. Die haben einfach alle zusammen so drin geboxt. Das ist nicht nett. Gut, dass es so drin war und nicht irgendeiner der anderen beiden, muss man jetzt ein bisschen fairerweise dazu mal sagen. Aber gut ist das trotzdem nicht. Das ist langsam, aber sicher echt nervig, was die Dame da anstellt. Sehr schön. Dann hätte es ja auch fast gereicht. Ja, wenn er jetzt Reska oder Nomlik kommt, das habe ich natürlich ein Problem. Oh, diese bewegliche Zielkacke nervt. Ganz gewaltig. Oh, nee. Leute, jetzt macht mal echt Schluss mit der Nummer. Es ist echt nicht mehr schön. Da hast du nämlich auch noch meine Elite-Jäger kaputt gemacht. Jetzt fängst du an, mich echt zu nerven, liebe Tusnelda. Also jetzt werde ich sauer. Mach mal die Ogre weg. Wieso machst du die Ogre nicht weg? Dann machen wir die mal weg. Ich glaube, Nomlik ist gerade der Armeeanführer und hat Wiederbeleben. Ich weiß nicht, ob es so funktioniert. Aber sonst hätten wir ja jetzt schon verloren, oder? Aus irgendeinem Grund haben die Helden wieder erwecken. Keiner weiß warum, aber okay. Wir bauen uns neue Truppen. Wir bauen uns neue Truppen. Oh Mann. Assassinen sind mir nicht tanky genug, wenn ich ehrlich bin. Und so viel Damage haben sie dann ja leider auch nicht. Ja, mach mal. Und schon wieder greifen mich da unabhängige Soldaten an. Aha, okay. Wo auch immer die jetzt schon wieder herkommen. Na gut, die machen wir schnell noch platt und dann muss für diese Aufnahmesession echt genug sein. Ich habe richtig viel aufgenommen. Macht aber gerade auch echt Spaß. Also ich meine, die Dame fordert mich gerade echt und will halt auch echt richtig mich challengen. Und dann werde ich auch, ne, und so.
Nehmen wir mal die Barden mit auf diese Flanke rüber. Die haben da das letzte Mal eh nicht so viel gemacht. Dahin. Dahin. Und da doch eher die Gegner von da kommen, dahin. Und du vielleicht schon mal darüber. Der eine Assassine hierhin. Und der andere Assassine dahin. Und dann gucken wir mal. Wir machen das Ganze mal noch mal eine Runde schneller. Mehr Erfahrung für meine Verteidigertruppen, finde ich gut. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht permanent alle x Runden, aber es sieht so aus, als müsste man den Zauber erst bannen, was ich im Moment noch gar nicht kann. Dann ist es ein extrem für Let's Player nerviger Zauber, muss man das mal so sagen. Oh Gott, kriegen die wenig Schaden. Oh Gott, kriegen die alle wenig Schaden. Holy Crap! Wir haben halt ein Schild. Und anscheinend eine richtig dicke Defense. Da muss ich gleich mal gucken, wie viel Defense die eigentlich haben. Auf jeden Fall ist das Level schon mal gut. Die haben 16 Verteidigung. Ja, da ist auch kein Wunder, wenn die nichts einstecken. Die haben immerhin auch schon 15 Verteidigung. Darf man auch nicht unterschätzen. Aber wir haben natürlich diverse Firepower auch auf diesem... Achso, das ist der Assassine, der sollte es vielleicht nicht machen. Und wenn wir halt jede Runde auch nur 3 Damage draufschießen, sind das halt immer noch 3 Damage, die sie nicht returnen können, also nicht zurückgeben können. Also, meinetwegen. Oh ja, genau, buffs sind noch eben. Vergesst aber nicht, wir haben auch noch eine Runde Assassinen, die auf euch wartet. Also, macht euch nicht zu viele Hoffnungen, wenn ihr da durch das Tor kommt. Was braucht also das Herz noch? Auch Verteidigungspunkte, das ist natürlich nicht schlecht. Macht das mal. Wenn ihr dann mit dem Assassinenangriff reingeht, habt ihr nämlich auch schon mal eine ganz gute Oberhand. Das sieht sehr gut aus. Vielleicht schafft ihr die sogar in einer Runde. Das wäre gut. Sehr gut. Das sollte dahin gehen, weil ihr doch relativ viel Schaden schon habt, als auch anscheinend gelevelte Leute. Das ist leider kein angrenzendes Feld. Ich überlege gerade, die kann ja auch Leute übernehmen, aber es ist immer nur ein Feld Reichweite. Ach, ärgerlich. Ich will halt keinen... Oh, da macht sie richtig viel Schaden. Dann nimm das mal lieber, dass du den Schaden da nimmst. Ich wollte gerade sagen, ich will nicht die 5 bis 7 Schaden hier in Anführungsstrichen verschwenden. So, das ist ein Assassinen. Ah ja, jetzt sind sie auch nah genug dran, um richtig Schaden zu kriegen. Und mit den ganzen Flanken wechseln. Er macht überall null, quasi null Schaden, weil er weit weg ist, aber er kann da schon mal ein bisschen ankratzen. Und dieser Priester. Hat keine Wirkung auf das Ziel, weil sie starker Wille haben. Okay, na gut. Dann machen wir da nochmal Damage. Die haben schon, die Jungs müssen da hinten noch zum Unterstützen hin. Das schadet sich ja nicht. Und da oben haben wir nochmal Assassinen. Die könnten jetzt runterklettern, das lassen wir mal. Wir kämpfen da an der Tür. Ja, das hat mich jetzt einen Assassinen gekostet. Nicht schön. Mach die mal erstmal weg. Dann dürft ihr daran arbeiten. Und, das müssen wir schön mit gemischten Flankenangriffen machen. Dann drehen sie sich nämlich wieder um. Haben kein Schild zur Verfügung, wenn die auf sie schießen. Und dann... Mist. Müssen wir trotzdem erstmal die Jungs hier vorne erschießen. Die haben noch 10 Leben. Jetzt nicht mehr, aber... immer noch so viel, dass wir da nicht durchkommen.
Mach das mal. Die sind, glaube ich, tot. Genau. Und ich glaube, die könnten wir eventuell... Na gut, schaffen nicht. Aber du kannst hingehen und ihnen mal so richtig eine würgen. Und eigentlich könnten deine Kumpels dir helfen kommen. Können sie nicht. Na gut, dann lassen wir es. Dann nicht. Schaffen wir, dass die überleben? Das wäre geil. Jawohl. Sehr gut. Hat uns das nur eine Einheit Assassinen gekostet. Für eine ganze Menge Erfahrung, finde ich, klingt das nach einem Fair Trade. Ja. Der Zauber nervt hart. Also, aus Let's Player-Sicht nervt er. Echt? Die auch? Oh, Alter, und hier hat er auch schon wieder einen Schattenpescher. Wir kommen nicht vorwärts in dieser Mission. Keinen Zentimeter kommen wir vorwärts. Ja, du haust da mal ab, du legst dich nicht mit dem Schattenpischer an, sondern du findest mal raus, was es hier hinten so gibt. Einen alten Inka-Tempel. Ein Zikkurat. Geh da mal hin und guck mal. Ein mythischer Schatzort. Das finde ich eigentlich sehr geil. Oh, das da ist geil. Hoffentlich kannst du das noch aufheben. Leichenfledderei. Schön. Wir nehmen verbesserte Logistik. Und verlieren schon wieder eine Stadt. Ja, ich weiß. Ich hab's gewusst und gesehen. Okay, Leute. Den machen wir und dann ist für heute diese Folge und für diese diese Aufnahmesession der Überlängenfolgen echt Schluss. Den machen wir aber jetzt auch echt im Turbo-Mode. Komm her, Turbo-Mode an. Wusch. Ach, ich habe keine Jäger mehr. Es werden auch immer weniger Truppen bei mir. Das ist das Erschreckende dabei. Und flump. Oh Gott, ich habe Nomlik gerade frontal nach vorne gezogen, weil ich dachte, Nomlik wäre Sondren. Hehe. Sondren. Warum siehst du nicht aus wie Sondren, wie Nomlik? Okay. So. Und bei den Jungs vor allen Dingen auch so. Und Sondren kommt wahrscheinlich nirgendwo ran. Nee, okay. Dann macht mal was. Ja. Ja. Wie so eine Welle, die an so einer Brandung kaputt schält. Jeder darf mal. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Aua. Und Nomlik ist wieder der Einzige, der länger braucht? Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen. Ihr findet das bestimmt höchstgradig amüsant, wie ich seit ungefähr 10 Folgen immer wieder im Kreis laufe und einfach nur alles wieder zurück einnehme, was ich irgendwann mal eingenommen hatte. Wo kommen die auch immer alle her mit ihren Öken? Also zumindest die Viecher, die hierher kommen, die müssen ja irgendwann auch mal kaputt sein, so. Holzmauer reicht uns eigentlich, aber wir haben ja halt gar keine Truppen, ne? Eigentlich muss sie schon wieder rüber und eigentlich muss sie auch schon wieder hier weitermachen, weil hier schon wieder was verloren gegangen ist, ey. Ja, nimm das mal mit. Das bringt uns ja irgendwas umsonst. Sehr schön. Das ist ja auf jeden Fall hilfreich. Gehen wir ins Wasser und holen uns nächste Runde den Schatz da. Vielleicht finden wir ja noch was Tolles mit diesem Schurken. Okay, Leute, ich bin die Zementente. Ich bedanke mich dafür, dass ihr es zugesehen habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Ganzen. Wenn ihr Spaß hattet, dürft ihr euch gerne mit Abos und Daumen nach oben bei mir bedanken. Und ansonsten freue ich mich, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sage ciao, ciao.